Die lange Tradition der Textilindustrie in Gera wird von dem Es ist erst ein paar Jahre her, dass Gera, die zweitgrößte Stadt in Deutschlands grünem Herzen und Metropole Ostthüringens, zu einer großen Feier geladen hatte. 1987 begingen Einwohner und Gäste den 750. Jahrestag der Stadt an der Weißen Elster. Und 1995 sind Besucher aus nah und fern erneut zu einem Fest eingeladen, zur 1000-Jahr-Feier der Ersterwähnung des Namens Gera. Die lange Tradition der Textilindustrie in Gera wird von dem Großbetrieb VW Modedruck fortgesetzt. In ihm geht 1968 die bekannte Gebosei auf, die Gera Woll- und Seidenweberei. Nachdem die DDR jahrelang auf den Industrie eintaucht in die Dynamik des modernen Alltags, wer die immerwährende Veränderung der 130.000 Einwohnerstadt tagtäglich spürt, dem fällt es sicherlich nicht leicht, sich um ganze 1000 Jahre zurückzuversetzen. Welcher Höhepunkt geworden? Dick angekreuzt im gesellschaftlichen Jahreskalender ist natürlich und in der Gera-Information kann sich jeder Interessierte über die Pläne der Stadt informieren. Oberbürgermeister, Stadträte und Abgeordnete grüßen die Gera-Bürger und ihre Gäste aus nah und fern. An diesem 7. Oktober 87 zählte die Stadt wohl doppelt so viele Besucher wie Einwohner. Es begann eine Zeit, in der sich wirtschaftliche, immer unmittelbarer in soziale Erfolge für den Einzelnen und für die ganze Gesellschaft ummünzen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie gemeinsam und in guter Gesundheit die 800-Jahr-Feier unserer Stadt miterleben. Eine Politik wurde zum Alltag, die in der Zeit weltweiter Kämpfe um atomare Abrüstung zutiefst familien- und kinderfreundlich ist. Da war und ist nicht nur Glück im Spiel, sondern auch Können. Seit Mitte der 70er Jahre hat sich Gera mehr und mehr zu einem Zentrum der Elektronik und der Schlüsseltechnologien entwickelt. In eine Stadt, in der es sich gut arbeiten und ebenso gut leben lässt. Mit allem, was dazugehört. Der Blick aller Festumzugsteilnehmer des Jahres 1987 war natürlich auf einen friedvollen Übergang ins nächste Jahrtausend gerichtet.
Auch der landauf, landab bekannte Drehorgel Rolf aus Halle sorgte für Stimmung. 750 plus einmal das berühmte Steigerlied zu Ehren der zahlreichen Gera Bergleute, das war und ist wohl noch heute Weltrekord. Weil der Bürgermeister hat mich ja auch schon gesehen, für den hat ja auch noch ein. Lieber die Stadträtin auf dem Schoß als Bürgermeister im Mini. Unvergessliche Höhepunkte der 750-Jahr-Feier waren natürlich auch die Gastspiele des weltberühmten Moskauer Bolschoi-Ensembles sowie eine Friedensmanifestation im alten Bundeslandes Thüringen. Es hat sich viel geändert und auch wieder nicht. Der Markt, die gute Stube der Stadt, hat sein über Jahrhunderte gewachsenes Antlitz kaum verändert. Auch die Jugendstilfassade des Theaters blieb erhalten. Ein Ausflugsziel ersten Ranges ist nach wie vor der Tierpark im Martinsgrund. Oberhalb der Stadt lädt nur ein paar Meter Elster abwärts in Unterm. Im Fußball reißen Geras Sportler gegenwärtig keine Bäume aus. Dabei hätten sie im größten Stadion der Stadt, das gegenwärtig umfangreich rekonstruiert wird, alle Voraussetzungen dafür. Dass der Name Gera in der Sportwelt dennoch einen hervorragenden Klang genießt, liegt vor allem an den drei Sportarten, die mit R beginnen. Radsport, Rollschnelllauf und Reiten. Für die vielen Erfolge der Gera-Pedalritter auf Bahn und Straße steht vor allem ein Name. Olaf Ludwig, ein Synonym für Siege sowohl bei den Amateuren als auch bei den Profis in Ost und West. Er setzte einst in Gera Maßstäbe, denen der heutige Fahrernachwuchs nacheifert. Rollschnelllauf und auch Rollhockey, zwei weniger bekannte Sportarten, haben seit langem in Gera eine feste Heimstatt gefunden. Dass sich große Ereignisse ankündigen, ist leicht an den umfangreichen Bauarbeiten und den täglichen Veränderungen im Reitstadion. Veränderungen gab es auch später. Über 92 Jahre vor Geras Straßenbahn durch die Sorge. Das letzte Mal am 1. Juni 1984. Der Autoverkehr quer über den Markt gehört längst der Vergangenheit an. Heute haben auf Geras schönstem Platz die Fußgänger das Vorrecht. Sei es, um über den Wochenmarkt zu bummeln. Thank you.